Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wage mal ganz einfach die These, unter uns sind einfach viel zu wenige Kommunalpolitiker. Sonst würden wir nicht nur über die Situation der Kommunen reden, sondern wir würden auch aktiv etwas tun, dass sich an dieser Situation etwas ändert. Und die Situation der Kommunen ist in der Tat sehr unterschiedlich. Es gibt welche, denen es gut geht, die auch tatsächlich gestalten können für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und es gibt Kommunen, denen es nicht gut geht. Und ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier gibt es sehr viele Kommunen, denen es nicht gut geht. Und ich kenne aus meiner Zeit als Landrätin die Haushalte der Kommunen auf der Insel Rügen ausgezeichnet. Und ich weiß auch als aktive Kommunalpolitikerin in meiner Heimatgemeinde, wie dort die Lage ist. Es braucht also tatsächlich Möglichkeiten der Gestaltung. Die Kommunen haben mit ihren Vertretungen sehr wohl Gestaltungswille, daran mangelt es nicht. Aber sie haben oft gar keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr, die sie einsetzen können. Und deshalb wäre es gut, wenn wir so ein soziales Wohnungsprogramm hätten, dass wir wirklich den Kommunen wieder Gestaltungsspielräume eröffnen. Es ist in der Gegenwart tatsächlich zu verzeichnen, dass auf Rügen Investoren Bebauungspläne bezahlen. Und Sie wissen ja, wie das ist. Wer die Musik bezahlt, der sagt auch, was dort gebaut wird. Ergebnis sind Wohnungsgebiete, in denen im Winter die Rollläden herunter sind und wo die Bauämter sehr viel zu tun haben, um Fehlnutzungen hinterherzulaufen. Das darf nicht sein. Wir wollen, dass die Kommunen auf das, was notwendig ist für die Bürgerinnen und Bürger und für ihre Entwicklungsziele, auch tatsächlich gekonnt einsetzen können. Wir brauchen Möglichkeiten der Stadtentwicklung, dass man eben reagieren kann auf flexible Entwicklung, auf die älter werdende Einwohnerschaft, auf mögliche Ansiedlung von jungen Familien, natürlich auch auf Flüchtlingsströme oder beispielsweise in der Hansestadt Greifswald, die ja auch gleichzeitig eine Universitätsstadt ist. Dort platzen die Wohnungen aus den Nähten, weil für die Studierenden keine bezahlbaren Räume zur Verfügung stehen. Hier brauchen wir Programme, die tatsächlich darauf reagieren. Und nun hat der Staatssekretär Herr Brunaut ja die Situation zwischen Zusammenarbeit zwischen Bund und Land sehr treffend beschrieben. Ich sage Ihnen mal das Beispiel, wie es bei mir in Mecklenburg-Vorpommern aussieht. Übrigens rot-schwarze Regierung. Dort kommen von den 518 Millionen 21,3 Millionen jedes Jahr an. 11,5 Millionen davon packt die Finanzministerin erst einmal in einen Sparstrumpf. Dort liegen jetzt 50 Millionen, und zwar deshalb, weil 2019 ja das Programm ausläuft und man weiß dann gar nicht, was passiert. Deshalb sagt man, wir sparen mal für diese Zeit nach 2019. Der Rest wird in großen Teilen als Darlehen ausgereicht. Und das bedeutet, dadurch wird keinerlei Absenkung der Mieten erreicht. Das ist eine absolute Fehlentwicklung. Und deshalb sage ich, hier muss man sich dringend an den Tisch setzen und muss die Länder auch in die Pflicht nehmen, dass sie das, was ihnen zur Verfügung steht, auch wirklich für die Gestaltungskraft der Kommunen einsetzen. Das ist meine Forderung und das muss schnellstens passieren, nicht erst irgendwann. Eine weitere Frage, wo wir auch Möglichkeiten haben, etwas aktiv zu tun, ist ja die BIMA. Es war der Verkauf der TLG-Wohnung. Ich sage Ihnen mal, was in Stralsund passiert ist. 240 Wohnen sind damals an die Tegernsee AG verkauft worden. Diese Wohnungen sind knapp 2 Jahre später weiterverkauft worden. Und was hat der Vorstandsvorsitzende dazu gesagt, warum er das tut? Ich wäre ja verrückt, wenn ich das nicht täte. Es ist eine Möglichkeit, ganz schnell Geld zu machen und das nicht zum Nutzen der Bürgerin, sondern zu ihrem Schaden. Und deshalb sage ich ganz deutlich, wir brauchen wieder Gestaltungsspielräume. Und ich wünschte mir, dass wir mit so einem sozialen Wohnungsbauprogramm tatsächlich diese Spielräume wieder bekommen. Tun Sie was dafür. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erhält die Cyril Barthe das Wort.